Moin Leute, Venom's wieder back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Die neue Eventwoche, die haben wir bereits gestern abgehakt, allerdings hat Roxy Games gestern um 16 Uhr einen weiteren Newswire-Artikel hochgeladen, in dem wir jetzt erfahren haben, dass wir noch einige Geschenke bzw. Bonusse bekommen. Wenn du jetzt wissen willst, ja, was das für Bonusse sind, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran und falls du hier neu bist, dann lass doch gerne ein Abo da, das würde mich extrem freuen und jetzt würde ich sagen, starten wir rein in das Video. Ach ja, wenn du noch nicht weißt, was gestern alles neu ins Spiel kam mit der Eventwoche, mit dem wöchentlichen Update, einmal bitte das Video von gestern anschauen, ist jetzt hier rechts oben auf jeden Fall in der Infokarte verlinkt und jetzt würde ich sagen, starten wir sofort rein mit den Geschenken. Ich muss hier leider direkt am Anfang wieder sagen, Freunde, diese Geschenke oder ja extra Bonusse, die sind mal wieder alles andere als nützlich. Das ist zumindest ja meine Ansicht, aber hört es euch erstmal selber an. Jeder, der sich diese Woche ein einziges Mal in GTA 5 Online einloggt, der erhält die limitierte Giphy Doppellogo-Kappe kostenlos. Und ja, ist wie gesagt meine Ansicht, aber ich finde halt, dass Klamotten in GTA jetzt nicht so der Knaller sind, außer natürlich für Klamottensammler in GTA Online. Ich meine, ja, davon gibt es bestimmt einige, aber schreib du mir jetzt mal rein, ob du da meine Meinung bist oder ob du sagst, yo, Klamotten sind doch eigentlich voll geil. Dann hätten wir natürlich nochmal, ja, zu erwähnen, die 200.000 GTA-Dollar, die jedes Prime-Gaming-Mitglied diese Woche bekommt, wenn man sich ein einziges Mal nur einloggt. Und jetzt, ja, würde ich sagen, haben wir noch einen anderen Haufen an weiteren Bonussen. Rockstar Games schreibt nämlich zunächst das hier. Sollte es euch gelingen, im Finale des Cayo Perico Heist zusätzliche Beute wie zum Beispiel Bargeld, Gold und so weiter zu finden und zu stehlen, erhaltet ihr den knalligen und aufdringlichen Bigness-Gesichter-Pullover als zusätzlichen Bonus zu eurem erhöhten Gewinn. Des Weiteren bekommen wir das Manor Barak T-Shirt geschenkt, wenn wir diese Woche eine Cayo Perico Aufklärungsmission abschließen. Wir bekommen ein graues gemustertes Rockstar Games T-Shirt geschenkt, wenn wir eine Cayo Perico Aufrüstungsmission abschließen. Wir bekommen die Pantatour-Jacke geschenkt, wenn wir das Cayo Perico Finale abschließen. Und ja, das soll es jetzt mit den Geschenken gewesen sein. Also eigentlich nur ein paar unnötige Klamotten, wie ich zumindest finde. Aber ja, sagen wir so, es ist besser als gar nichts. Denn ich meine, wir haben vor kurzem erst 2 Gratis-Fahrzeuge in GTA 5 Online geschenkt bekommen. Und die PlayStation-Spieler, die haben vor kurzem oder ja vor wenigen Tagen ihre Millionen bekommen. Das soll es gewesen sein. Check gerne mal meinen Instagram-Kanal ab und ja, kannst du gerne ein Follow da lassen. Würde mich sehr freuen. Und hier auf dem Kanal, ja, beziehungsweise auf dem Video, doch gerne ein Like, wenn es dir gefallen hat. Und ja, damit bin ich raus. Macht's gut, bis dann und ciao.